Darf ich hier hoch? Meine Damen und Herren, im Namen des Stadtlandverein Marino grüße ich Sie recht herzlich zu unserem heutigen 26. deutsch-amerikanischen Freundschaftstag. Besonders grüße ich Herrn Lieb, übrigens mal einig aus der amerikanischen Freundschaft, Herrn General James. Unser Bezirk, Herrn Bürgermeister Wolfgang Grüger und Herrn Friedrich Wilhelm Reinhardt. Herr Friedrich Wilhelm Reinhardt führt ja heute die Veranstaltungssätze mal durch. Und natürlich auch viel Glück beim Wetten, denn, meine Damen und Herren, Gewinnen macht Freude und Spaß und Sie sollen heute viel Freude und Spaß haben. Und jetzt übergebe ich an Herrn Bürgermeister Krüger. Meine Damen, meine Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, im Namen von Herrn Reinhardt und von mir ein herzliches Willkommen zum 26. deutsch-amerikanischen Freundschaftstag. Der Absprung der Fallschirmspringer erfolgt dann in folgender Reihenfolge. Der erste Springer wird sein Hauptfeldwebel Rehm von der Luftlandebrigade 25. Eingesetzt ist er als Einsatzleitgruppenfeldwebel und Freifallbeauftragter. Er hat bereits 1800 Sprünge absolviert. Mit dabei bei Feldwebel Rehm die Bundesdienstflagge. Der zweite Springer dann wird sein Hauptfeldwebel Rittelmeier von der Luftlandebrigade 25. Er ist zugleich auch fallschirmtechnischer Prüfer. Er hat 2800 Sprünge absolviert und mit bei ihm die US-Flagge. Der dritte Springer dann Hauptfeldwebel Martin von der Luftlandebrigade 25, Kompanie-Truppführer mit absolvierten 700 Sprüngen. Er trägt die Flagge der Luftlandebrigade 25. Der vierte Springer dann Hauptfeldwebel Hennemuth, Kompanie-Truppführer der Luftlandebrigade 25 mit absolvierten 950 Sprüngen. Er trägt die Berliner Flagge. Dann der fünfte Springer Oberfeldwebel Heck, Kompanie-Truppführer mit absolvierten 350 Sprüngen. Der sechste Springer sein Oberfeldwebel Ähnel, der vertretene Maschinen-Truppführer. Thank you.
amtierende Divisionsmeister im Freifallspringen des Jahres 1995.